Ja, Mobo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wieder hier in Sino Bravo, nicht Alpha. Und ich habe meine alten Karten mitgenommen, die ihr mir gezeigt habt. Und da hinten ist Fernier, der mir hilft. Ich habe eigentlich gehofft, dass er vorhin irgendwie online kommen kann, sich zu mir porten kann mit den Karten und dass ich dann noch vorprobieren kann. Aber er war auf Arbeit. Böser, böser Fernier. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich ganz in Ruhe, ohne Alarmanlage und so weiter, wie ich den Code nochmal falsch eingebe. Oh Gott. Bleib mal hier. Okay, Leute, okay. Wir haben es geschafft, alles gut. Fernier, der Held, ist heute mit mir durchgelaufen. Schlüsselkarte angenommen. Tastenfeldzugang gewährt. Okay. Ich habe es jetzt auch verstanden. So. 8, 2, 2, 9, 4, 5, 2, 7. Zugang gewährt. Oh! Wo soll ich sie hinpacken? Warte, ich guck mal rein, ja. Ich kenne die Radios nicht. Nö, also noch nicht. Also der Bunker. Hancock Firebase, Station Vertigo, Erkundungslager. Achso, da. Bei mir sind die Challenges im Weg, ja. Ja, da ist der Außenposten. Da, Rissstandort Prime. Wenn ich das denn kriege? Ah, achso, jetzt sehe ich's. Ich kann es bestätigen. Okay. Delta soll nicht drauf. Das habe ich geschafft. Rest ist drauf. Ne? Okay. Ah, it's bombing time. Ah, endlich. Ja, ich habe die Rakete einmal fliegen sehen. So, flieg, mein Schatz. Flieg und sieg! Okay, dann wollen wir mal, ja? Alles klar. So. Leute, heute wird unsere erste Königin dran glauben. Ich sehe nichts. Oh Gott. Wo bist du? Ach. Ja, war schon ärgerlich heute Mittag, als ich das gemacht habe. Ich hätte mich treten können, als ich bemerkt habe, dass das Alpha war, den ich eingegeben habe. Aber ich hätte schwören können, ich bin in Alpha reingegangen. Schwören hätte ich es können. Ja. So. Geht's los. Mal gucken, was ich von der Königin bekomme. Bin ich schon ganz gespannt. Ja,
Ich weiß nicht mal, wo man das macht. In die Einstellung? So. Das Raketchen ist noch nicht gelandet, oder? Wo ist sie denn? Ach so. Ja, logisch. Ich sehe sie nicht. Du musst ja von oben kommen, ne? Heißt von da. Von da hinten. Ist es das? Ne, das ist eine Brandbestie, die da oben runterkommt. Hä? Hä? Da ist gerade eine Brandbestie von ganz oben einfach runtergeklatscht. Und die war aber nicht groß. Die habe ich mir größer vorgestellt. So, und dann hämmert man da seine ganze Munition rein und bekommt irgendein scheiß Item oder was. Ich glaube, ich habe mir meine Sachen verkauft, weil ich Geld brauchte. Ja. Ich kann mir Antibiotika reinziehen, aber wir auch nicht. Queen. Noch fliegt sie. Und landet. Nein. Oh Gott, ich bin im Kernwechsel. Shit. Der ist halt gut reingehauen mit dem Damage. Alter Schwede. Ja. War nicht gut. Aber das geht ja richtig fix. Das wird eine kurze Folge. Na komm, ich lese mal mit. Ich hätte sie am liebsten auf dein Häuschen geschmissen. Einfach nur so, aus Troll. Ah, sie landet, nice. Ja, das haut rein. Alter Schwede. Alter. Alter, ist das chaotisch hier. So viele Leute auf einmal sieht man eigentlich selten, ne? Also, ich weiß nicht, bei dem Event vom Sheep Squatch habe ich selten welche gesehen.
Jetzt schießt doch endlich. Oh, ich hasse diese Waffe, die einfach nicht anfängt zu schießen. Ja, sie ist down. Scheiße. Sie ist down. Was bekomme ich? Ein Bauplan, erstklassiges Improgewehr und ein Grubenhauer-Handschuh. Ja, geil. Körperteilschaden. Also ich habe nichts Gutes bekommen. Ich bin traurig. Ja, aber... ich weiß nicht, ich dachte, man bekommt irgendwie bessere Sachen. Aber ich habe nun irgendwie eine 3-Sterne-Ausrüstung bekommen. War das das hier? Gewicht von Munition ist um 20% verringert. Ja gut, das ist gut. Was ist das? Ein Stärke. Das ist auch nicht schlecht. Und die Waffe? Was habe ich denn für eine hübsche Waffe bekommen? So, 50% Körperteilschaden, vor Kampfbeginn 100% Wattpräzision. Mit Nahkampfwaffe, geil. Das ist wunderschön. Naja, aber kann ich verkaufen. Vielleicht können wir bei der Ollen gleich noch ein bisschen was abstauben. Ja, Leute, das war die Queen. War cool. Ging schnell. Zum Glück. Ich habe schon gedacht, ich verbrate hier alle meine Munition. Aber es ging ja auch so. Und jetzt... okay. Ich sehe sie ja. Ich bin da überladen. Ich muss einen Hit draufsetzen. Die hatte doch volles Leben, dann kippt die plötzlich um. Kranke Leute. Hey, Holz, rechter Arm. Geil. Ich bin jetzt schon überladen. Ich gehe jetzt erstmal zu der Olden und verkaufe meine Sachen. Rein theoretisch kann man jetzt hier noch rumlaufen und dieses komische Flugzeug suchen. Aber das kann man immer machen. Das habe ich jetzt nicht nötig. Stattdessen gehen wir mal nach Barclay Springs. Ich bin überladen. Geil. Wo? Oh. So, Waffen, zack. Rasante Kondensatoren. Gatling Plasma. Reflexvisier. Okay. Das kann weg. Na gut, jetzt aber. Hoffen wir, dass wir zum Schluss da was bekommen. Das ist übrigens, ich glaube, der hört. Oh, doch, du bist ja im Discord. Das ist übrigens hier die letzte Folge für dieses Jahr, Fernier. Ja. Es geht dann mit dem Update weiter. Gefühlt habe ich hier nichts mehr zu zeigen. Ich meine, man kann hier immer spielen, klar. Aber es gibt halt nichts mehr zu zeigen. Und ich will nicht immer irgendwie die gleichen Events abklappern. Ja, wird auch auf jeden Fall zwischendurch noch was kommen. Also so ist es nicht. Da wird es bestimmt irgendwie Weihnachtsevent oder so geben. Da kann man mal reinschauen. So. Aber ich kann die 10 mm eigentlich nicht tauschen. Die waren geschenkt von einem Zuschauer und das wäre echt nicht nice. Das wäre nicht nice von mir.
Alter, wie viele Kleidungsteile habe ich? Krass. So. Den behalten wir erstmal. Schaden durch Roboter. Schaden durch Roboter. Gewichtsreduktion von Munition. Ist das gut? Ja, ne? Oh, hab ich gemerkt. So. Du hast mich abgelenkt, damit du hier ran kannst, ja? So sieht's aus. Ich habe keine Ahnung, was man mit Fleck nochmal macht. Ich hab's ganz vergessen. Nö. Ich glaube schon. Na, ich will jetzt nicht noch mehr Waffen geschenkt bekommen. Ach, guck mal, da ist das Jagdgewehr, das Blutbefleckte. Wieso ist das Einzige, was ich sehen kann? Was los? Oh, Doppelschuss, leistungsstark. Ich werde hier beschenkt. Wahrscheinlich. Was will ich immer mir nicht verschenken? Mal gucken. Da, Doppelschuss Radiumgewehr. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Ist schon cool. Muss ich mal angucken, ob ich das in mein Bild einbauen kann. Hat auf jeden Fall einen Schalldämpfer drauf. Ist perfekt. So, Dinge verkaufen. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen von mir verkauft. Ja, kann sein. Warte, ich muss noch mal kurz gucken. Kleidung. Ich glaube, mir fehlt die Brust. Naja. So, was wollte ich anziehen? Vor allem, ich gucke mir die Sachen an, denke mir, ja, die sind nicht so schlecht, aber das sind ja auch meine. Ist kein Wunder, dass die nicht schlecht sind. Ja. So, 45er Munition. Gott, da habe ich all meine verkauft. Es ist traurig. Oh Gott. Hast du noch irgendwas, was einem 10 Punkte geben kann? Ich habe mein Brustteil verkauft, scheiße. Aber ich glaube, ich habe noch eins hier drin. Strahlungsresistenz. Na gut, ich nehme die letzte Bastion. So, fertig. Besser als nichts. Hast du noch für einen armen Schlucker eine Waffe, die mir 10 gibt? Die mir 10 Punkte gibt. Oder ich habe bestimmt noch was hier drin. Ah, klar, bestimmt. Ja, alles gut. Die kann weg. Nö, nee, alles gut, alles gut. Ich musste eh mal wieder aufräumen. Hey, ich habe eine veraltete Waffe, die kann weg.
Hä, habe ich die Waffe jetzt nicht mitgenommen? Bin ich blöd? Oder war die nicht legendär? Doch, hier. Da. Des Mutantentöters. Hä? Hey. Ah, jetzt sie hier, oder was? Wieso kann ich die Waffe nicht verkaufen? Ah, ja, ja, habe ich. Nimmt das Ding keine Skins? Na super. Aber ich meine, in so einen Automaten kannst du es doch reinjagen. Das Ding kannst du weg. Jetzt hier der Jackie Boy. Jackie Boy. Mach mal Platz, Digga. So. Legendäre Fernkampfwaffe. Als letzten Bonus hier. Zack. Gleisgewehr. Gut, wir brauchen ein Gleisgewehr. Verursacht doppelten Schaden, wer es zielvolle Gesundheit hat. Okay. Kritische Schüsse im Was verursacht 50% Schaden. Ja. 15% höhere Nachladegeschwindigkeit. Okay. Ja, ist okay. Ich meine, ich brauch eh ein Gleisgewehr. Gut, ich bin zufrieden. Das wäre jetzt nicht top auf hast du nicht gesehen, aber ist okay. Ist okay. So, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns ein anderes Mal in Fallout 76 wieder. Höchstwahrscheinlich Weihnachten, weil dann ist ja das nächste Event bestimmt am Start. Vielleicht wird Fanny auch dabei sein, wer weiß. Und ja, ansonsten hat Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr könnt warten oder guckt euch andere Projekte von mir an, solange kein Fallout 76 kommt. Aber es kommt wieder, keine Sorge, es kommt wieder. Und hoffentlich ein bisschen bugfreier. Das ist mein Wunsch. Zum Beispiel eine Waffe, die auch wirklich schießt. Das wäre schon mal ein Vorteil. Ich bin mehrfach gestorben wegen dieser Scheiße. Ja. Ne? Ja, dann sollen die das fixen, WTF. Das hat mich so oft umgebracht in diesem Let's Play. Das hat mich aufgeregt. Ich habe sogar mal einen Rage Quit deswegen gemacht. Weißt du? So eine Scheiße ist das. So eine Scheiße. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Keine Ahnung, Zero ist geil oder so. Ciao.